Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr mit Hilfe des Wettkampfmanagers einen relativ einfachen Wettkampf wie die beim Hallenpokal in Halle abbilden könnt. Dafür habe ich mir hier die Version 1.2.1 runtergeladen und habe die entpackt. Danach habe ich hier einmal die Install-Button ausgeführt. Das sieht dann am Ende so aus und ich kann hier eine beliebige Taste drücken. Jetzt starte ich einmal den Server und bin hier einmal schon mal im Browser. Und zwar auf der Statistikseite habe ich mir hier den Hallenwettkampf aufgemacht, die Online-Anmeldung, und lade mir hier einmal die Wettkampfmanager-Konfiguration davon runter. Das macht er auch schön. Dann gucke ich mal, wie weit der Server ist. Der sagt, er ist bereit. Dann verbinde ich mich zudem mal auf Localhost. Beim ersten Aufruf dauert das immer noch ein bisschen, weil er noch ein paar Daten in den RAM lädt. Bei weiteren Aufrufen geht es dann schneller. Dann muss ich hier bei der ersten Anmeldung mal ein Passwort vergeben, womit man sich im System anmelden kann, um Zeiten und so etwas zu hinterlegen. Jetzt stimmen die nicht überein. Genau. Jetzt muss ich sozusagen eine Vorlage wählen, welche Disziplinen angelegt werden. Da wähle ich hier einmal den Hallenpokal mit Hindernisbahn für Frauen und Männer und 4x100 genauso. Jetzt importiere ich hier die Datei, die ich eben runtergeladen habe, über diesen Button. Wähle mir den hier von lokal aus. Das ist die Datei, die ich gerade runtergeladen habe. Und muss jetzt hier nochmal überprüfen, ob das so stimmt. In diesem Fall ist es so, dass diese Vorlage, die ich gerade ausgewählt habe, genau mit dem übereinstimmt, was ich online konfiguriert habe. Das heißt, er kann zu jeder Disziplin auch eine lokale Disziplin finden. Das heißt, ich klicke hier auf Weiter, dann wird das nochmal bestätigt. Das heißt, 30 Wettkämpfer sind in der Datei drin gewesen, beziehungsweise haben sich online angemeldet, genauso wie 6 Mannschaften. Und hier wird nochmal dargestellt, welche Disziplinen online waren und wie die lokal abgebildet werden. Dann klicke ich mal auf Importieren und die Datei wurde jetzt einmal durchlaufen. Das heißt, im System wurden automatisch jetzt 15 weibliche und 15 männliche Personen importiert, genauso wie die dazugehörigen Mannschaften. Jetzt kann ich hier noch zusätzliche Angaben zum Wettkampf machen, zum Beispiel wie der Wettkampf heißen soll, dann nenne ich ihn einfach mal Hallenpokal. Ort stimmt schon soweit, das hat er alles aus der Importdatei übernommen. Startnummern brauchen wir nicht. Diese ganze Berechnung ist nur für Mannschaftsdisziplinen, also für Mannschaftswertungen, die brauchen wir auch nicht. Markierungen brauchen wir auch nicht extra. Das Ganze könnte man noch setzen, wenn man das WLAN bereitstellen möchte. Backups brauchen wir nicht, also speichern wir das einfach und gehen dann mal in die Ergebnisliste. Das heißt, die sind jetzt auch schon angelegt worden automatisch. Sind halt noch keine Einträge drin. Aber bei den Wettkämpfern sollten schon welche zu finden sein. Genau. Und bei den Mannschaften genauso. Jetzt kann es ja so sein, dass morgens die Mannschaft hier vom Team MV ankommt und ihre Eingabe ändern möchte, zum Beispiel einen anderen Personenkreis. Das heißt, ich klicke hier mal auf Ansehen und sehe hier unten die Wettkämpfe, die zurzeit angemeldet sind. Und jetzt sagt jemand, dass hier Anne Limbach nicht starten möchte. Das heißt, ich klicke ihn an und sage einfach keine Teilnahme. Und schon wird sie später nicht in der Startliste auftauchen. Wenn jetzt noch eine Person hinzukommen soll, klicke ich hier oben auf Wettkämpfe hinzufügen. Nenne zum Beispiel Marina Tweak. Wähle sie aus. Sage, dass sie teilnehmen möchte. Und zwar als Einzelstarter. Und schon rutscht Marina hier mit rein. Genauso kann ich dann jemanden weiteren hinzufügen.
hier, Jessica Bliss, die auch starten möchte. Genau. Auf die gleiche Art und Weise könnte ich hier auch weitere Mannschaften anlegen. Ich kann auch zum Beispiel jetzt hier den Namen der Mannschaft noch verändern, wenn mir der zu lang ist. Das so auswählen, genau. Oder halt auch neue Mannschaften anlegen. Ganz klassisch über den Button neu. Und den auch Wettkämpfe hinzufügen. Da geht's schon. So sieht das dann aus. Ich kann auch Einzelstarter sozusagen hinzufügen, welchen die keiner Mannschaft zugeordnet sind. Zum Beispiel hier, die dann als, auch als Einzelstarter starten. Die haben dann bei der Mannschaft ein freies Feld. Jetzt soll der Wettkampf beginnen. Das heißt, ich klicke auf Startlisten und erstelle eine Startliste für die Hindernisbahn. Sagen wir zuerst mal die männliche. Auf zwei Wettkampfbahnen. Abkürzung ist Lauf 1, ist okay. Die Ergebnislisten, auf denen das erscheinen soll, ist nur die. Und ich sage zufällig anordnen, um es zu losen. Und jetzt hat er hier halt per Zufall die alle einsortiert. Wenn ich jetzt merke, dass hier zwei Leute, die mir vorher gesagt haben, die benutzen das gleiche Schlauchmaterial, im gleichen Lauf laufen, dann kann ich hier Reihenfolge bearbeiten klicken und dann die entsprechende Person einfach woanders hinziehen. Danach hier unten einmal die Liste speichern und das Ganze ist fertig. Nun möchte ich die Zeiten eintragen, das heißt, der erste Lauf ist durch, das heißt, ich kann hier auf Zeiten bearbeiten klicken. Johnny hat hier von mir aus eine gültige Zeit erreicht von 22 Sekunden und Philipp war jetzt zum Beispiel ungültig, dann klicke ich ungültig an und beide Zeiten stehen drin. Möchte ich gleich alle Zeiten auf einmal eintragen, kann ich das auch hier tun, über Zeiten im Block eintragen, dann erscheinen alle und ich kann sofort alle ausfüllen. Ich mache das jetzt bloß mal exemplarisch noch bei 2 hier und hier. Klicke auf Speichern. Das heißt, es haben jetzt insgesamt 4 Personen ein Ergebnis. Jetzt ist der Lauf vorüber oder auch noch nicht ganz. Kann ich trotzdem schon die Startliste für den zweiten Lauf hinzufügen. Das heißt, ich wähle hier wieder Hindernisbahn männlich aus. Sage ich hier Abkürzung Lauf 2 und sage dann einmal, statt zufällig anordnen, möchte ich einen Bahnwechsel haben von der vorherigen Liste. Klicke auf Speichern und das heißt, Johnny und Philipp haben jetzt hier zum Beispiel im ersten Lauf die Bahn getauscht. Dann gebe ich den beiden auch nochmal ein ungültiges Ergebnis, damit die etwas stehen haben und hier in der Ergebnisliste einmal gucken. Was jetzt hier erscheint, das heißt, alle 4 Personen, denen ich jetzt bisher ein Ergebnis gegeben habe, erscheinen hier auch in der richtigen Reihenfolge. Und da zum Beispiel hier Philipp und Richard die gleiche Zeit haben, also beide ungültig, erscheinen sie auch beide auf Platz 3. Das Ganze kann ich mir dann halt auch als Urkunden oder PDF Excel herunterladen, je nachdem, wie ich das für die Urkundengestaltung brauche. Wir können jetzt hier nochmal kurz gucken, wie das als PDF aussieht. Genau. Dementsprechend zeige ich auch noch mal einmal die Startliste als PDF. Also unten drunter, genau, als PDF. Das heißt, hier wäre jetzt natürlich schon ausgefüllt. Wenn man das vorher ausdruckt, dann wäre das natürlich an der Stelle leer. Genau. Hier kann man noch, das wollte ich jetzt auch noch mal zeigen, beim Bearbeiten natürlich noch einen schöneren Namen vergeben. Also in dem Gesamtnamen sollte natürlich hier zum Beispiel auch der Lauf 1 mit vorkommen, damit das auf dem PDF dann auch richtig dargestellt wird. Lauf 1, genau.
Ja, soweit das, wenn man jetzt die Mannschaften bearbeitet, zum Beispiel hier Gären sich anguckt. Nee, das meinte ich ja gar nicht. Ich meinte genau diese Seite, also die Ansichtsseite von Gären. Dann steht hier, dass sie mit der Feuerwehrstaffette weiblich zweimal starten wollen. Wenn sie jetzt sagen, die wollen nur mit einer Mannschaft starten, dann ist das okay. Und jetzt nehmen wir mal noch eine andere Frauenmannschaft, zum Beispiel Taura möchte mit drei starten, kann man das auch angeben. Wenn wir dann bei den Startlisten für Hindernisbahn weiblich das mal erstellen, die laufen nur auf einer Bahn. Und hier bei der Abkürzung nehmen wir dann mal nur Lauf, weil Lauf 1 würde sonst ein bisschen irritierend sein. Und wählen dann hier Listenerstellung Staffellauf. Und jetzt sehen wir hier, dass Gären auch wirklich nur einmal vorkommt. Mecklenburg-Vorpommern zweimal, weil ich da nichts verändert habe. Und Taura dreimal. Auch hier kann man jetzt ganz normal die Reihenfolge bearbeiten, beziehungsweise einzelne Zeiten oder Zeiten im Block wieder eintragen. Na gut, diese Zeit ist für eine Staffel jetzt schon besonders schnell. Aber am Gesamtkonzept ändert das ja nichts. Das heißt, hier bei der Ergebnisliste sehen wir jetzt auch, dass Taura mit dieser Zeit vor den anderen beiden Mannschaften sich platziert. Genau, das war es eigentlich schon. Mehr braucht man hier eigentlich für den Wettkampf nicht. Was man jetzt noch zusätzlich machen kann, ist das Ganze im WLAN freigeben. Dafür braucht man natürlich einen WLAN-Router, den man irgendwo installiert. Und meistens ist es so, dass man in diesem WLAN-Router in der Konfiguration, in der Oberfläche, in der Web-Oberfläche davon einstellen kann, dass eine IP einen ganz bestimmten Namen hat. Trägt man jetzt hier, also dort einen Namen ein, einen entsprechenden Namen, zum Beispiel sowas wie Wettkampfmanager, dann könnte man das hier eingeben. Und wenn man dann auf der Übersichtsseite ist, dann steht halt hier dieser Link dann zu und dieser QR-Code zeigt auch auf diesen Link. Außerdem kann man noch hier unten gleich einen Text angeben, wie jetzt dieser Beispieltext hier schon eigentlich alles aussagt. Klickt man dann hier auf diesen Button Flyer anzeigen, kommt ein PDF raus, was man gleich ausdrucken kann, wo dann auch ein QR-Code zu den Ergebnissen und dieser Hinweistext, den man dort konfigurieren kann, angegeben wird. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach eine E-Mail und ansonsten wünsche ich viel Spaß damit.